Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube, und herzlich willkommen zu Ezreal Jungle. Er sieht richtig, Ezreal Jungle. Ich dachte mir, ich pack mal einen altbekannten Pick wieder aus. Wer sich an die Worlds 2017 erinnert. Einfach weil ADCs ja momentan auf der Botlane eher so semi-optimal sind. Flashbacks, ein paar Patches vorher, ne? Dementsprechend probiere ich gerade so ein bisschen durch. Kaiser Jungle, Ezreal Jungle. Vielleicht auch so ein bisschen Jhin auf der Midlane, beziehungsweise auch so ein bisschen Carries auf der Hyper Carries auf der Midlane. Man wird sehen, was dabei noch rumkommt. Hier soll es jetzt erstmal um Ezreal gehen. Mit dabei, übrigens, unser Top-Laner, der liebe Flo. Hi. Zu finden unter twitch.tv/flotidos. Und ich habe keine Ahnung, wie deine YouTube-URL aussieht. Ist alles verlinkt in der Infobox. Verdammt, ich muss dir ja helfen. Ja, schlimm, ne? Ich meine, Ezreal kann theoretisch solo starten. Tut ihm jetzt nicht unbedingt gut, aber er kann. Mich stört er zum Glück nicht. Ich habe ja erstmal mein Schild. Okay. So, vielen Dank. Bitte, bitte. Ach, der hat die Wave manipuliert. Er ist lame. So. Attack Speed aufrechterhalten ist ganz wichtig bei Ezreal. Deswegen habe ich das Raptorenkampf mal so ein bisschen mitgepult. Good job, Bart. Und Twitch, apparently. Aber natürlich kriegt nur der den Credit, der auch den Kill geholt hat. In League of Legends ist ein kompetitives Spiel, wenn man weiß. Eine Route, die eigentlich den meisten Marksmen ziemlich gut tut, ist Red Buff, Wölfe, Blue Buff. Man verliert nicht allzu viel Leben. Kommt relativ solide durch. Und hier hat schon ein Graves die Krabbe gemacht. Shen solo killt Renekton. Wie oft sieht man das? So, ich schau mal, ob ich hier irgendwie einen ersten Gang durchkriege. Das ist jetzt vielleicht gegen Zed nicht ganz so einfach, aber. Das dann ist ein bisschen länger, als ich dachte. Face Rush geht durch, Exhaust ist raus und der Kill. Und der Echo spielt mit Hirn. Sehr schön. Och du Scheiße. Ich flashe den raus. Einfach auch nochmal sicher gehen. Ist ja nicht ganz so tragisch, wenn Ezreal keinen Flash hat. Ich nehme den roten Smite mit. Hunter's Potion für ein bisschen mehr Sustain und Ressourcenmanagement. Graves ist übrigens Topside. Mhm. Nicht die geilste Information, aber danke dafür. Ja, ich sehe es gerade. Das war interessant. Das auch. Schon wieder Solo-Kill. Interessant. Du kommst denn nie vorbei? Wer soll mir denn helfen? Hä? Ich bin Top-Laner. Schlimm mit den Junglern, die dir helfen. Ja. Top-Lane-Insel und so.
So, was jetzt gegen Graves leider so ein bisschen ein Problem ist, ist, dass der im Early zwar noch nicht so brutal ist, aber Israel jetzt auch nicht der krasseste Duellant ist. Bis er mal Trinity Force hat. Und ich sag jetzt mit Absicht Trinity Force, denn eine Träne werde ich hier nicht bauen. Braucht im Jungle einfach ein bisschen zu lang. Könnte ich theoretisch schon machen. Aber halte ich für schwierig. Ich meine, wenn man eine Head ist, kann man es machen. Wenn man zurückfällt, hat man ein Problem. So, die Overextenden hat. Wunderschönes Gang-Setup. Und ein Double Kill. Was hat Graves eigentlich hier schon gemacht? Ach, stimmt. Nichts. Ah, bloß sich ins Late Game kommen lassen. So, was auch wunderschön ist. An sich ist ein Marksman natürlich relativ squishy. Wenn es so ein bisschen ins Sustain kommt, der gute von Jungle, den das Jungle-Item auch bietet. Wichtig ist am Ende, dass er ein bisschen Backup hat und diesen Backup kann Shen liefern, zum Beispiel über die Ultimate. Also ist immer ganz cool, wenn man so einen Faktor dabei hat. Hier ist übrigens ein Zed. Schade. Könnte er noch seinen Schatten reaktivieren. Ja, schade. Mehr Hilfe kriegst du jetzt nicht mehr. Ich muss nach Hause. Passt schon, danke schön. Wave oben steht sowieso schrecklich. So, ich werde mir jetzt einfach, um Early so ein bisschen mehr Duellpotenzial zu haben, erstmal den Warhammer holen. Nächste Recall wäre dann Sheen und Warrior. Bei wie viel Gold? 1600. Alles klar, vielen Dank. Gerne. Alles klar. Könnt ihr bitte aufhören, alles zu dodgen? Ich finde das nicht cool. Ich sag das hier. Ich muss dazu sagen, ich habe mir jetzt den Effekt von Face Rush noch mal ein bisschen angenehmer vorgestellt. So extrem viel habe ich davon jetzt noch nicht gemerkt. Aber wenn es aktiv war, war es auf jeden Fall hilfreich. Tendenziell will man natürlich auch den Red Buff nicht abgeben. Musste ich jetzt natürlich in der Situation leider tun. Israel ist nämlich so mehr oder minder auf seinen Red Buff angewiesen. Gerade in Kombination mit
Face Rush ist es eine echt tödliche Combo, wenn man den Gegner permanent slowt und selber super schnell ist und hinterherkommt. Und dann auch noch einen Sprung hat. Ezreal hat schon ein tolles Design. Findest du nicht auch? Geht so, geht so. Das Rumgespringe ist immer ein bisschen nervig. Generell so ein extrem guter... Was hat deine Ulti da gerade gemacht? So ein guter Ezreal ist halt einfach immer nervig. Die Mitte verteidigt. Den ran. Meine Ultimate hat die Mitte verteidigt. Achso. Oh. Und das sogar hast sehr noch ein paar gesehen. Minions oben angedutscht. Und versucht. Oh, was? Nee, ja, der war da oben in der Ecke, aber dass er den macht, das war eher so... Eher so ein Why-Moment. Ja, tragisch. In 95% aller Spiele macht den ich. Z fehlt dementsprechend. Rennington hat es mal kurz probiert. Rennington kann mich halt null mehr fighten. Der ist halt 5 Jahre aus dem Spiel. Sehr gut. Zumindest mal einer. Ja, wenn ich mir gerade so anschaue, der Z ist auch nicht so gut dabei. Der war auch kurz oben hinten. So, theoretisch hat man als zweites, also natürlich anfangs maxt man immer das Q. Ist selbsterklärend. Aber als zweites hat man grundsätzlich sowas wie eine zweite Option. Denn wenn man super hart ahead ist, kann man sich schon mal überlegen, das W zu maxen für noch mehr Burst-Potenzial. Normal ist natürlich, dass man E maxt. Was auch guten Schaden dealt und eben für die Utility. Das Gap-Closer und so weiter. Man ist da halbwegs flexibel. Wenn man jetzt natürlich sich so denkt, Living Alive on the Edge, AP Ezreal Jungle, dann ist klar, dann maxt man als zweites W. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt empfehlen. So. Unglücklich, dass ich hier auf Gold warten muss. Muss man akzeptieren. So. Ich würde ganz gern Drake eigentlich preparen. Den haben sowohl Graves als auch ich komplett ignoriert bisher. Und Echo wird scheinbar auch den Herald nicht mehr machen. Herald nicht mehr placen, bevor. Ist mein Internet? Okay. Danke, Internet. Race ist halt gerade hier oben unterwegs. So. Liebe gegnerische Botlane, ihr seid im Tiefschlaf. Oh, Scheiße. Boah, ich war gerade am Weglaufen. Ich konnte da nicht helfen. Ich habe einen Ticken zu spät Flash gedrückt. Da hätte ich rauskommen können. Nein, ich habe 7 Kills. Ich bin auf 900 Gold. Ich sollte, wenn möglich, nicht sterben. Vor allem nicht gegen Zed oder Graves. Ja. Harold kam jetzt doch noch oben raus. Durch die Set-Unterstützung konnte ich den nicht verändern. Ja, das ist bitter. Mhm. Ja, wir kriegen einen Return-Turret dafür, sag ich mal.
Das ist jetzt tendenziell doof. Theoretisch müssten wir den Graves kriegen, wenn er ja genau sowas macht. Also der hat ja gehofft, dass wir jetzt irgendwo dumm chasen und keine Ahnung, was dem sein Plan war. Der hat halt wirklich gehofft, dass wir einfach AFK gehen. So, hast du einen Blue Buff? Nein, hast du nicht. Das bedeutet, der steht noch. So. Gegnerische Botlane ist aus irgendeinem Grund in der Mitte. 16. Minute. Und sie haben keinen Turret mehr. Gerüchten zufolge hängt das zusammen. Ja, der Twitch bedankt sich. Toplane Shen Legendary. Was man nicht alles erlebt. So, ich werde jetzt hier einfach mal beim Turret pushen so ein bisschen helfen. Oder auch nicht, weil mein Toplaner ein Problem hat. Ach was? Beziehungsweise in Anführungsstrichen ein Problem, weil der Graves ist ja auch nur so halb anwesend. Der gute alte 9-1 Shen. Checken muss, ist ungeil. Glücklicherweise passiert da wenig. Ich glaube, Graves möchte dich wieder besuchen. Oh ja. Der Ocean Drake, den ihr da geholt habt, der tut gut. Das ist schön. So. Jetzt erstmal den Blue Buff haben. Aus irgendeinem Grund hatte ich auch schon einen. Könnte vielleicht daran liegen, dass ich den von Graves geklaut habe. Könnte Graves noch von oben kommen? Nicht so ganz. Der hat sich irgendwo hier verkrochen. Na, ja, der Graves ist nicht so ganz. Er spielt nicht nach seinen Möglichkeiten, sag ich mal. Er könnte aggressiver an die Sache herangehen. Ich meine, ich bin ganz dankbar, dass es nicht tut. Aber er könnte aggressiver an die Sache herangehen. Wenn wir aber schon dabei sind, hätte ich jetzt auch ganz gerne Top Scuttle Crab. Ja, er geht aus irgendeinem Grund in den Botside Jungle. Ich weiß nicht, was er da will. Aber akzeptiert. So, Twitch möchte eventuell den Redacton holen. Ja, bitte nicht. Mir geht's hier oben gerade gut. Der war so ganz minimal out of position. Ich würde jetzt trotz der Sache, dass ich keinen Klepto habe, mal ein bisschen mit Q hinterher poken. Eine Klepto-Messie wäre natürlich essentiell. Wieder so ein Bruchteil der Sekunde zu spät zum Flashen entschieden. Was ist aber der Klassiker? Das passiert so oft. Ja, ich hätte wahrscheinlich beide Tode damit verhindern können. Wobei es jetzt bei dem zweiten nochmal unwahrscheinlicher war. Also den unten auf der Botlane auf jeden Fall.
Ja, gegen den Rakan wird man schnell gecatcht, wenn man nicht aufpasst. Ja, aber an sich sieht das Game relativ gut aus. Gut, ich meine, der 9-1 Shen gegen den 2-8 Renekton tut sein Übriges. Ich habe schon lange nichts mehr gemacht. Ich bin nur gerade am Splitten. Ach, komm schon. Nerv. Ja, muss man noch dazu sagen. Wir sind 20 Minuten in-game und er hat nicht mal 20 Minuten für diese neuen Kills gebraucht. So, ich hätte ganz gern tatsächlich diesen Drachen. Dass Twitch den ohne mich anfängt, ist interessant. Nehme ich mit. Nein, Sepp, du kriegst den nicht. Ich bewege mich mal auf die Botlane, ich habe beides ab. Hattest du da plötzlich einen Grace? Na, Renekton. Ist jetzt genauso unangenehm für mich, weil, gut, ich meine, er hat Sunfire Cape gebaut. Ich glaube nicht, dass der mich one-shotten kann. Aber wenn Zed daneben steht, ist es auch nicht schön. So, langsam könnten wir uns auch dran setzen, den Baron vorzubereiten. Ja, ich splitte unten. Der Renekton ist wirklich motiviert. Der hat Bock aufs Game. Gegnerische Botlane ist Bot. Der müsste theoretisch free sein. Ah, wir haben kein Sustain. Ärgerlich. Na doch, Twitch hat Lifesteal. Und jetzt macht das Splitten noch mehr Spaß. Schade. Kein Blue Buff mehr da. Das ist für mich persönlich so ein kleiner Nachteil an der Sache. Ezreal ist dadurch, dass er im Jungle keine Träne baut, ziemlich angewiesen auf den Blue Buff. Und das war schon das Spiel. Akzeptieren wir. Das war tatsächlich eine schöne und ziemlich gelungene Runde. Ich hab die Xayah gerade getrightet. Ups. Nicht dein Ernst. Das ist ein ADC. Feels ADC, man. So, Schaden, wie viel hatten wir im Haus? Akzeptabel. Mehr als Graves. Wird der Graves auch irgendwie nicht vorhanden im Spiel? Und wenn der Tank auf der Toplane den meisten Schaden im Haus hat, dann ist das für das Spiel ziemlich aussagekräftig. Na gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei Flo fürs Dabeisein. Gerne. Und bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder irgendein Video hochlade. Was auch immer. Habe ich dir schon erzählt, was der Angler auf seine Angel geschrieben hat? Der Angler? Mhm. Nein. Dann Catchphrase. Okay. Flo is not impressed. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr tut's weh. Hehehe